Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Endlich habe ich mal die Zeit. Ich wollte schon die ganze Zeit dieses Drop Opening Video hier machen. Ich habe ein paar Drops, die ich einfach gerne öffnen möchte. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Vielleicht kriegen wir die eine oder andere coole Sache raus. Da würde ich mich freuen. Und ich bin ja auch immer bereit, fair zu traden. Fair heißt bei mir, ich gebe euch natürlich immer Sachen, die ich doppelt habe. Kann auch was Besseres sein, als ihr mir gebt. Ich möchte nur halt meine Sammlung vervollständigen. Also wenn ihr mal irgendwie was habt und traden wollt, fragt mich ruhig. Ich lade euch auch gerne in den Discord-Server ein. Da können wir auch immer schön schreiben. Wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach in den Kommentaren. Machen wir das. Und jetzt würde ich sagen, ich habe eine ziemliche Menge an Drops. Und wir sollten nicht so viel Zeit verlieren, weil das Video ziemlich lang werden könnte. Das seht ihr jetzt selbst. Also ich habe 20 ungewöhnliche, 65 seltene, 19 sehr seltene, ein Import momentan nur. 17 dieser Geschenkkörbe, 4 goldene Monde habe ich noch und 4 Geschenke aus 2021 sogar noch. Ich habe die ein bisschen zurückgehalten, weil ich irgendwann mal halt dieses Opening-Video machen wollte. Und es ist eine lange Zeit vergangen tatsächlich, bis ich es mal geschafft habe. Bis ich auch genug Drops angesammelt habe, um das interessant werden zu lassen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und öffnen hier die 20 ungewöhnlichen Drops, Leute. Also schauen wir mal, was dabei ist. So, ich guck mal von der Kamera her, sollte passen, ne? Meine Webcam passt da oben in der Ecke, stört sie nicht. Dann ist das okay, dann öffnen wir das jetzt mal hier. So, was sehr Seltenes. Nice, okay, Aufkleber für Takumi Anubis. Das sieht man jetzt nicht so, weil ich keine guten Farben drauf habe. Ich werde das mal anders machen, Leute. Passt auf, ich werde mal schauen, dass ich neues... Ich mache einfach ein neues Preset hier. Passt gut und dann würde ich sagen, lasst uns mal weiter Drops öffnen. Okay. Habe ich schon öfter mal gekriegt. Das ist nichts Besonderes leider. Also ihr könnt ja in den ungewöhnlichen Drops halt diese Sachen kriegen. Ne? Ungewöhnliche, seltene und sehr seltene. Es gibt immer drei Stufen, die drin sein können. Von daher hoffen wir mal, dass wir ein paar sehr seltene bekommen. Okay, ungewöhnlich. Cupcake, Antenne. Okay, kann man aber gut umtauschen tatsächlich. Nice. Ah ja, okay, in Spielebanner kann man auch gut umtauschen. Wir werden auch nochmal ein Umtauschvideo, glaube ich, machen. Ich werde so viele Teile kriegen, die ich irgendwie umtauschen kann. Von daher gucken wir dann mal, ob wir da was Cooles kriegen dann. Okay, Räder. Leider nicht farbig. Also solche Räder in farbig würde ich tatsächlich auch behalten. Aber die normalen, die tausche ich dann wirklich auch irgendwann um. So, ein Aufkleber für den Tritron. Ein Wagen, den ich sehr selten sehe. Den sehr, sehr wenige fahren. Er ist auch pottenhässlich, ehrlich gesagt. Okay, nochmal die Räder. Zweite Mal jetzt. Naja. Wie gesagt, haben wir was zum Tauschen. Nice. Okay, was Seltenes. Ah, okay, wieder diese Seesternräder sind auch nicht so wirklich schön. Also alles, was farbig ist, behalte ich meistens. Ah, ein Banner. Naja. So, 11 ungewöhnliche haben wir noch. Okay, Sunburst-Räder. Die sind wenigstens einigermaßen schön, finde ich. Also, sieht jetzt auch nichts Besonderes, aber sind okay.
Aha, für den Aftershocken-Aufkleber. Okay, der sieht aber auch nicht wirklich schön aus. Ach, schon wieder der gleiche wie gerade. Tomahawk Räder. Leider auch nicht in farbig. Schade. Die sehen in farbig sogar ganz cool aus. Sehr clean. Aufkleber für den Paladin, auch nichts Besonderes. Sushi. Wer es mag. Ich tausche das Ding um. Nicht so für rohen Fisch. Okay, die ist cool. Die Raketenspur tatsächlich. Ich hatte die mal, hab die dann irgendwann umgetauscht. Ich werde sie definitiv jetzt behalten, weil die finde ich sehr, sehr cool mit dem Geld, das einem so entgegenfliegt. Und die ist auch relativ selten geworden, tatsächlich. Also, die wird behalten. Eine gute Sache haben wir definitiv schon mal bekommen. Okay, Lightspeed. Radspur ist total uninteressant. Habe ich auch schon ein paar Mal. Eine Karosse. Einfach ein Takumi bekommen. Krass. Okay. Ja, warum nicht? Schade, dass der nicht in farbig gewesen wäre. Das wäre noch richtig geil. Das wäre ein Sahnetörtchen gewesen. Aber ja, warum nicht? Klar, Takumi nehme ich. Ah, den hatten wir gerade schon. Weg damit. So. Wir haben nur noch einen ungewöhnlichen Drop. Das ist der letzte. Und dann kommen die seltenen. Ist sogar eine seltene Sache raus geworden noch. Und wieder Junkfood, den habe ich auch schon. Okay, ich glaube, das war's für die ungewöhnlichen Drops. Jetzt gehen wir auf ganze 65 seltene Drops. Und da können jetzt seltene Gegenstände drin sein, sehr seltene und Importgegenstände. Und ab da wird es, glaube ich, auch interessant. Ab Import wird es interessant. Und bei 65 seltenen Drops glaube ich, dass wir da das ein oder andere Import auch drin haben. Das glaube ich schon. Schauen wir mal. Zwei gute Sachen haben wir schon. So, sehr seltenes. Die EKG-OMG Radspur. Ich finde die gut, ich habe die aber auch schon. Hab die tatsächlich auch eine Zeit lang gefahren sogar. So, weiter geht's. Okay, Mixer, die Räder. Gefallen mir nicht. Habe ich aber auch schon. Gefallen mir auch gar nicht. Ja, die Raketenspur, das ist die Standardspur, ne? Standard-Raketenspur irgendwie ist auch nicht so dolle. In farbig wäre sie cool gewesen, aber so nicht. So, komm, jetzt mal eine Importsache. Jetzt direkt eine Importsache, komm. Ah, sehr selten, okay. Blitz-Raketenspur ist auch okay. Habe ich auch mehrfach schon gehabt und eingetauscht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt momentan habe. Ich würde sie aber behalten, tatsächlich. Von jeder Sache irgendwie eins immer behalten. So, jetzt wird aber Zeit. Zack, rot. Ah. Aber ein Vulkan. Eine seltene Karosse, Vulkan. Eine sehr seltene Karosse, Vulkan. Auch cool. Also ist hässlich.
Das heißt, in farbig wäre er geil gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es den in farbig gibt. Ich habe den noch nie in farbig gesehen. Tatsächlich. Bin gespannt, ob wir vielleicht nochmal einen bekommen. Bei über 60 kannst du ja noch hinhauen. Aber Karossen sind natürlich immer super. Ah, okay. Spielebanner nehmen wir mit. Direkt der nächste. Ja, endlich mal was Rotes. Und was haben wir? Die Schlangenhaut für den Octane. Was Schlechteres gibt es, glaube ich, auch im Import nicht, ne? Die war früher sogar mal, glaube ich, nur sehr selten oder so. Dann haben sie die irgendwann auf Import geändert. Naja, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht. Habe ich auch schon. Mehrfach. Ja, okay. Seltenes. Oh, der Oktopus. Ja, nice. Habe ich aber tatsächlich auch schon in farbig sogar, den Oktopus. Ich weiß noch nicht jetzt, welche Farbe. Aber nächster. Ah, wieder selten. Okay, ist Einhorn. Spielebanner kann man auch gut tauschen. Wieder ein Spielebanner. Okay, für den Octane ZSR, Jiangxi habe ich aber schon. Aber trotzdem ganz cooler Aufkleber und auch ein ganz cooler Wagen. Ich mag den ZSR. Spielen tatsächlich viel zu selten. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Wagen. Finde ich fast schöner als den normalen Octane. Es ist Geschmackssache, aber ich finde ihn irgendwie schöner. Ja, nice. Und? Ein Sentinel. Nice. Habe ich auch schon die Karosse. Hätte ich auch gerne in farbig genommen. Aber immerhin unsere dritte Karosse im Spiel. Also im Opening-Video. Nice. Sehr cool. Wieder ein Spielebanner und ein hässlicher auch noch. Auch noch nichts Farbiges dabei gewesen bisher, ne? Noch nichts Farbiges. Ja, sehr selten. Die Dominus-Schlangenhaut. Da ist sie tatsächlich sehr selten. Und bei dem Octane war sie Import. Naja. Aber wir haben noch 51 seltene. Okay. Accelerator. So lala. Würde ich nie mitspielen, aber ist cool zu haben. Ist doch aber eine Standard-Raketenspur. So, was sehr Seltenes. Ah, okay. Breakout Vector habe ich auch schon. Im Breakout spiele ich tatsächlich auch nicht so oft. Oder gar nicht eigentlich. Die Taube. Weg damit. Wieder was sehr Seltenes. Die Räder. In Lindgrün. Endlich die ersten farbigen Sachen. Und tatsächlich, sowas behalte ich dann auch. Also, wenn ich sie nicht doppelt habe. Aber ich glaube, die habe ich nicht. Die sind auch hässlich, die Räder. Die sind tatsächlich extrem hässlich. Aber weil sie in Lindgrün sind, behalte ich sie. So, das nächste. Ja, wieder Import. Sehr, sehr schön. Die Finnies. Habe ich aber mehrfach schon. Tatsächlich. Aber sind sehr, sehr coole Räder. Sehr clean. Ich habe die in Schwarz. Da sehen die richtig gut aus. Das ist die normale Farbe. Geht ja eigentlich in Richtung Lindgrün. Ist Lindgrün. Das sieht auch ganz nice aus, doch. So, weiter geht's. Ah, okay. Mantis Aufkleber. Mantis ist ein Auto, das mir nicht so gefällt. Ist mir zu flach leider auch. Aber weiter geht's.
hässliche Räder. Sind, glaube ich, auch Standardräder, die Grog. Weg damit. Die Vulkanfelgen sind von dem Auto, von dem, ich glaube, der heißt auch Vulkan, meine ich, ne? Oder von dem Espa, sind die von dem Espa? Bin mir nicht sicher, aber die gehören auf jeden Fall zu einem Auto. Also auch Standard, weg damit. Wieder die Grogfelgen. Eieiei. Okay, weg damit. Der Windstoßaufkleber, der gefällt mir eigentlich. Den habe ich auch lange gespielt. In farbig wäre der cool gewesen. In farbig wäre der cool gewesen. Na, schade. Octane-Kana gefällt mir auch. Ist eine sehr coole animierte Aufkleber. Nicht schlecht. In farbig natürlich noch besser. Naja. Aber 40 seltene haben wir noch und da kann auch alles drin sein. Und wieder eine Import. Nice. War Zauberkünstler. Nee. Habe ich auch schon mehrfach. Selbst in farbig sieht die nicht schön aus. Naja. Oh, wieder Import. Und wieder die Schlangenhaut. Wieder die verdammte Schlangenhaut von Octane, ey. Mann, 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 Mann. Viel Glück ist da nicht bei, ne? Naja. Kommt vielleicht noch. Okay, Anubis, Aufkleber, animiert. Leicht animiert, leicht animiert. Naja. Und schon wieder die Dominus-Schlangenhaut. Zum zweiten Mal jetzt auch schon wieder. Naja. Oh, der Bierhelm. Nice. Würde ich niemals anziehen und ist auch eine Sache, die ich quasi eintauschen werde gegen Höheres. Ja, Nitros, Raketenspur, ist nichts Ganzes und nichts Halbes, ne? Irgendwie. So, die Muschelschale, auch eine Sache, die man sehr gut eintauschen kann gegen was anderes. Lackierung? Ne, gar nicht mal. Ja, doch, das ist die Erde. Kann man nicht so gut erkennen jetzt, ne? Die Mondgestein-Lackierung. Ist das im Blau? Das Blaue. Kann ich das Auto tauschen? Nein, kann ich nicht. Die Farbe sieht man nicht so gut. Ist halt eine Lackierung. Naja. Okay, noch eine Lackierung. Rissig. Kennt man auch, Standard, weg damit. Okay, Flammen. Leider nicht in farbig. Hätte ich mich auch drüber gefreut über farbige. An die normalen Flammen, die habe ich mehrfach. So, 30 seltener noch. Vielleicht haben wir ja noch was Cooles dabei. Nochmal so eine farbige Sache wäre cool. Ah, ein Einhorn. Naja. Auch das Einhorn, glaub ich, gibt es in farbig. Da hätte ich mich auch drüber gefreut. Naja. Plasma-Raketenspur. Naja. Auch diese Lackierung. Anodized, glaube ich, heißt die Anodized oder so. Das ist diese,
ja, sehr reflektierende Lackierung. Die finde ich eigentlich ganz cool. Aber die habe ich halt auch schon, sogar mehrfach. Also hätten wir auch nicht unbedingt gebraucht. Und nochmal die Dominus-Schlangenhaut zum dritten Mal heute. Tja. Okay, Marauder-Räder sind auch von einem Fahrzeug, die Räder. Weg. Oh, Import. Stella. Okay, leider die Standardräder. Aber ist gar nicht so schlecht. Die Stella-Räder sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe sie auch in farbig und ich habe sie, glaube ich, auch in, ich glaube, invertiert sind die. Aber ist ganz cool. Oh, wieder Import. Nice. Und Hero. Da, die sind weniger schön. Also die gehen auch, ist auch okay. Ich hätte sie in farbig, dann ist dieser Strich halt etwas anders farbig. Hätte ich so mehr gefeiert. 23 seltener noch. So, sehr seltenes. Jo, Invader in Kobaltblau gefallen mir. Also einfach nur, weil sie farbig sind. Die Räder sind jetzt nichts Tolles, aber da sie farbig sind, behalte ich sie auf jeden Fall. Okay, Witzebuch. Ist ein cooler Aufkleber, finde ich. Kann man, ist schön clean, passt gerade auch zu den Felgen ganz gut. Vielleicht nicht in Gelb, aber passt ganz schön. Und ist okay, habe ich aber schon. Mehrfach. Für verschiedene Autos sogar. Ja, auch wieder Räder, die zu Standardwagen gehören, weg. Einer der Standardaufkleber, die aber eigentlich ganz schön zum Dominus passen. Ich finde den Aufkleber ganz schön, weil er auf beiden Seiten anders ist. Ein bisschen Spraymotiv drauf. Finde ich sehr, sehr cool eigentlich. Aber habe ich natürlich auch schon ein paar Mal. Oh, Import. Zerrissener Comic für den Octane. Ein Aufkleber, den ich sehr, sehr cool finde. Ja, den Farbe ich natürlich mehr gefeiert, aber er ist cool. Er passt gerade zum Thema Comic. Und ich habe ihn auch lange drauf gehabt. Habe ihn lange gefahren, den Aufkleber. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass er Import ist. Ich dachte, er wäre niedriger. Ist wahrscheinlich geändert worden. Ich glaube, der war auch niedriger. So, wieder haben wir den Aufkleber, haben wir schon gerade bekommen. Jetzt nochmal, leider auch nicht in farbig. Naja, weg. Oh, Import. Boah, Octane Verzerrung. Sehr cooler Aufkleber, wenn man auch, also ein Animeter-Aufkleber, wenn man ein dunkles Auto hinkriegen will, sieht er selbst sehr, sehr schön dunkel auch so. Ja, nicht schlecht. So, was sehr seltenes. Ah, die Binärradspur. Auch die habe ich schon. Die gibt es auch in farbig. Naja. Mit farbigen Items sind die Drops gerade sehr, sehr, sehr geizig, finde ich. Masato-Räder, auch nichts Besonderes. Weg. Nuts and Bolts, also Muttern und Bolzen. Das ist eine coole Raketenspur. Habe ich auch schon mal ein paar Mal gehabt. Immer wieder mal eingetauscht. Ich glaube, diesmal behalte ich die tatsächlich sogar. Ich finde die ganz nett.
So. Mal nochmal einen Takumi bekommen. Haben wir ja schon einmal bekommen. Jetzt haben wir den nochmal. Also, wenn jemand einen Takumi haben will, ich würde tauschen. Habt ihr wahrscheinlich alle selber. Oh! Proteus Karosserie bekommen. Einer der ekelhaftesten Fahrzeuge im Spiel. Guckt euch diese Greiferarme an, die sich ständig bewegen. Damit will man doch nicht spielen, oder? Also, wenn ihr den wollt, tausche ich. So, was haben wir hier? Wieder die Masato-Felgen, wieder in Blau leider, die Standardfelgen, weg damit. So, 10 seltene haben wir noch. Ah, der Goldfisch. Nice. Den werde ich auch behalten, weil ich hatte ihn schon mal, dann habe ich ihn umgetauscht. Bekommt man, glaube ich, recht selten. Ich werde ihn behalten. Wieder die Taube. Weg damit. Oh, Sippy. Noch eine Karosse. Nice. Der Sippy ist da. Sehr schön. Nochmal die Proteus-Räder. Die hatten wir gerade schon, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Weil zumindest hießen die doch, glaube ich, auch so, ne? Oder hat man den. Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die hässlich. Weg. So, Breakout Vector hatten wir auch schon mal. Weg. Letzten 5. Ja, nochmal der Bierhelm. Da wird auch umgetauscht. Oh, Import. Tachyon-Raketenspur. Leider nicht in farbig. Der Sound ist ganz cool, finde ich. Ja, das war's dann aber auch. Magmus, auch eine Raketenspur, die ich mehrmals schon hatte. Ich immer wieder eingetauscht habe. Ich glaube, jetzt behalte ich die auch mal. Ist eigentlich ganz nett. Ja. Eiserner Blick. Aufkleber für den Dominus GT. Mit dem Dominus GT hat mein Bruder sehr, sehr viel gespielt. Mittlerweile auch nicht mehr. Aber den hat er lange gespielt, das weiß ich noch. Import. Nice und Wurfsterne. Okay. Ja, da sieht man sie so ein bisschen besser, wenn sie nach da hinten so fliegen. Ja, ist okay. Habe ich aber tatsächlich auch schon. So sieht man es gar nicht. Man sieht es nur hier so, dass die Wurfsterne da rumfliegen. Naja. Der letzte seltene Drop, Leute. Nee, gar nicht wahr. Das war der letzte. Das war der letzte seltene. Jetzt gehen wir an die sehr seltenen Drops. Und da können jetzt sehr seltene Sachen, Importsachen und exotische Sachen drin sein. Jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt ist nicht mehr viel Quatsch dabei. Es sei denn, man hat sehr, sehr viel Pech. Wie ich jetzt gerade. Aber vielleicht haben wir ja auch mal Glück. Also, los geht's. Sehr selten, okay. Javelin-Räder. Okay. Ich hatte die Standardfarbe von den Rädern anders in Erinnerung. Ich dachte, die wären irgendwie so gelb-grünlich oder so. Aber dann sind die anscheinend pink. Die sehen gar nicht schlecht aus. Aber ich habe die, meine ich, auch schon mehrmals.
So, jetzt ein exotischer. Komm, exotisch, bitte. Ah. Okay, Diskothek. Auch die habe ich andersfarbig in Erinnerung. Im Original. Aber er zeigt keine Farbe an, also werden sie wohl Standard sein, denke ich. Aber sehen gar nicht schlecht aus. Ja! Nice. Okay, die Infinium, die habe ich schon gefühlt 10, 20 Mal, die Felgen. In Standardfarbe dann auch noch. Ich habe sie auch mehrmals schon in anderen Farben. Ist jetzt nicht der beste exotische, das beste exotische Item. Aber nehme ich natürlich gerne mit zum Tauschen. Okay. Diomedes, hässlich wie die Nacht. Permut, Metallic Lack. Ihr seht, so ein bisschen glitzernde Lack. Ne? Ist okay, haben wir aber schon. Dominus Punktmatrix ist auch ganz cool. Aber habe ich auch schon ein paar Mal. Eloxierte Perle, auch wieder ein Lack. Naja. Die Ice Shards Raketenspur. Auch die hatte ich mal, habe die abgegeben. Ich habe aber tatsächlich ein Auto komplett Eis-Thematik und da fehlen die. Deswegen werde ich die behalten und werde die auch wieder reinsetzen. Ja, okay. Oh, den Imperator DT5, die Karosserie. Nice. Schade, nicht in farbig. Ah, so habe ich ihn schon ein paar Mal. Hatten wir gerade auch schon mal Kana, leider auch nicht farbig. So, 9 Stück haben wir noch. Yeah, Spirals, die alten Spirals, nicht die neuere Version, aber nicht in farbig. Auch die habe ich mehrmals auch schon in farbig, aber ich mag die. Irgendwie mag ich die. Ich weiß nicht warum, ich mag sie. Zigzag-Raketenspur, leider. Nicht besonders toll, kriegt man auch sehr, sehr oft, auch in den Drops. Weg damit. Import. Fraktalfeuer. Nice. Leider in Standardfarbe. Aber die mag ich. Die habe ich auch schon, habe ich auch lange gespielt. Nochmal Import. Und die virtuelle Welle. Okay. Fast ähnlich, ne? Tatsächlich. Ja, okay. 5 noch. So, wieder eine Lackierung, aber Standard. Nichts Besonderes. Oh, nochmal Magmus, also eine zum Abgeben. Blitz, seltene Spur. Ich glaube, die behalte ich sogar. Kann man ein ganz cooles Themenauto draus machen. Gibt sehr, sehr viele Sachen mit Blitz. Passt. So, zwei selten, sehr seltene noch.
Polygonal-Raketenspur habe ich auch schon. Trotzdem auch ganz cool eigentlich. So, der letzte sehr seltene Drop und dann haben wir einen exotischen Drop. Ah, naja. Hätte ja am Ende noch was ordentliches drin sein können, aber nein, es ist wieder eine Lackierung. Schade, Leute, jetzt haben wir den Import Drop. Bei dem Import Drop können tatsächlich auch Schwarzmarkt-Dinge drin sein. Aber bei meinem Glück, das ich momentan habe, glaube ich nicht dran. Wir schauen. Wir gucken uns an, was drin ist. Import. Okay. Die X-Devil-Schlangenhaut. Eines der schlechtesten Import-Sachen, die man kriegen kann. Naja. So, okay. Jetzt haben wir aber noch die coolsten Sachen überhaupt. 17 Gold-Geschenkkörbe. Hier kann alles drin sein, Leute. Hier kann alles drin sein. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, was Farbiges zu bekommen, tatsächlich auch sehr, sehr hoch. Von daher, wir gucken mal. Also, da kann alles drin sein. Und wir hoffen natürlich auf richtig coole Klamotten. Warten wir ab. Wir machen den ersten auf. Sehr selten. Nipper in Waldgrün. Tatsächlich eine farbige Sache. Ihr seht nicht die schönsten Räder, aber ist okay. Ist fürs erste Öffnen okay. Wie gesagt, ich hoffe auf viele farbige Sachen. Das wäre cool. Eine Lackierung, eine seltene Lackierung. Eieiei. Der nächste bitte. Wieder nur was Seltenes. Aufkleber für den Masamune. Den Aufkleber finde ich schön, den Masamune finde ich schön. Ich habe den Aufkleber aber in farbig. Da sieht er noch cooler aus. Weg. Bisher nur Pech, ne? Moscha für den Imperator. Naja. Mr. Monsoon, Aufkleber für den Jäger. Nicht toll. Wieder nur was Seltenes. Octane-Aufkleber, Kralle, ist zertifiziert, aber ehrlich gesagt, Dreck. Gaiden-Räder in Schwarz, das ist gut. Das ist gut. Die sind sehr, sehr clean, sehr, sehr cool in Schwarz und zertifiziert mit Jongleur. Das ist schon cool. Die kann man tatsächlich auch nutzen für ich mag das, wenn die Autos so komplett schwarz sind oder so. Die Räder, die mag ich auf jeden Fall. Das ist ein guter Drop. Okay, ein Aufkleber für den Dominus GT in Lindgrün. Kann man jetzt nicht so gut erkennen, weil ich die gelbe Farbe drauf habe. Ist okay, ist aber nichts Besonderes. Import, nice. Ach, die Tachyon, bitte, Leute. Wieder was Seltenes, Witzebuch in den Grün. Ihr seht den schlindgrünen Schimmer da oben drauf. Na, naja. So, sieben haben wir noch. Jetzt kommt mal was Ordentliches hier, Leute. Ja, Import ist okay. Sehr cool. In Grau, die habe ich noch nicht. Und die Toon Sketch ist die beste Raketenspur, finde ich. Und in Grau habe ich noch nicht. Ich habe die in Schwarz, ich habe die in Weiß, ich habe die in vielen Farben. Aber in Grau habe ich sie noch nicht. Sehr, sehr cooles Ding. Das hat sich gelohnt. Doch dafür auf jeden Fall. Nice. Nices Ding. Nice. Sehr, sehr cool. So,
Na, okay, nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr drin. Da kann noch. Wir haben noch fünf von denen und dann haben wir noch acht andere. Da kann noch was kommen. Okay, den hatten wir gerade schon. Diesmal in Grau. Ist okay. Aber leider auch nicht besonders. Na. Nee, nix weg. Drei noch. Drei von denen noch. Und was sehr Seltenes. Jo, die sind auch gut. Also Septem-Felgen mag ich. Und in Safrangelb habe ich die noch nicht. Und von daher, alles, was ich noch nicht habe, finde ich sehr, sehr gut. Und die werden auf jeden Fall behalten. Sehr gut. Ja, okay. Nichts Besonderes. So, der letzte. Der letzte Korb. Nochmal die Blitze. Naja, kann man gut tauschen. Habe ich jetzt auch schon doppelt hier. Okay, das war's von den goldenen Geschenkkörben, die es ja jetzt erst gab. Und jetzt öffnen wir ein paar ältere Sachen, die ich noch habe. Die goldenen Monde. Auch hier ist alles möglich. Und ich bin gespannt, was wir kriegen. Ich hoffe nochmal was richtig Cooles. Das wäre cool. Ja, okay. Ja, gut. Ist ein Aufkleber, farbig und auch zertifiziert. Und das sieht auch gar nicht schlecht aus, wobei ich den Breakout nicht so oft spiele. Aber ist okay. Weiter geht's. Ah, sehr selten, okay. Aber Takumi Vector gibt so oft. So, zwei goldene Mond noch. Ah, schade. Ah, Lackierung, Platine, Dreck. Weg damit. Letzte Mond. Ja, leider. Leider auch. Die Stickerbomb ist ein cooler Aufkleber, aber nee. Jetzt haben wir noch vier Geschenke aus dem Jahr 2021. Und da hoffe ich jetzt, dass da noch mal was Vernünftiges drin ist, Leute. Ich hoffe es sehr. Ja, sehr selten, okay. Wieder Diskothek, zertifiziert, aber nichts, was mich freut. Ach, okay. Ouchie in farbig gebranntem Sienna ist okay, aber naja, da kann noch mehr kommen, Leute. Zwei Loch, zwei noch, kommt. Jetzt was Cooles, bitte. Ah. Naja, okay. Zertifiziert, nehmen wir mit, aber. So, das letzte Geschenk. Das letzte Geschenk, der letzte Drop. Dann ist der Drop gelutscht, sozusagen, ja. Ich hoffe, es ist was Gutes drin. Ah, leider. Leider nichts. Wieder eine Lackierung. Schade. Schade, das waren unsere Drops. Haben eine Menge Zeug bekommen. Eine Menge Zeug, das man auch eintauschen kann. Ja, um Karosserien, die wir tauschen können. Wir werden auf jeden Fall nochmal so ein Tauschvideo machen. Und dann schauen wir mal, was da so auf uns noch erwartet. Und ja, wäre schön, wenn ihr ein Like da lasst. Aber es waren nicht so tolle Sachen da, deswegen wäre ein Like ganz nett. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.